Die wichtigste Maßnahme wäre, den Müttern von vornherein Hilfe, und zwar umfassende Hilfe und Beratung anzubieten. Das heißt, sie in Richtung des Gebärens zu beraten und nicht in Richtung des Tötens. Und ihnen die Konsequenzen auch klar zu machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es fehlen nach wie vor für Alleinerziehende Hilfsmaßnahmen. Das heißt, es muss die alleinerziehende Mutter muss die Gewähr haben, dass sie nicht in die Armut fällt, wenn sie das Kind auf die Welt bringt. Oder sie muss Gewähr haben, dass das Kind, wenn sie es auf die Welt bringt, auch von Eltern adoptiert werden kann. Dass also aber trotzdem darüber hinaus natürlich eine entsprechende Beziehung darüber hinaus gesichert werden kann. Sie muss Gewähr haben, dass der Staat sie nicht fallen lässt, wenn sie in Not gerät, nur weil sie sich fürs Kind entscheidet. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Das hat man übrigens damals auch versprochen. Unter der Regierung Kreisky. Das allermeiste davon ist ja gar nicht umgesetzt worden. Und da ist der Staat bis heute säumig, leider auch die ÖVP.